Hallo und herzlich willkommen zu Nachhilfe für dich. Das ist sozusagen das Auftaktvideo für meine Reihe Körperberechnung. Und wieder einmal, bevor wir anfangen, der Disclaimer: Diese Videos richten sich nicht an die YouTube-Audience, sondern sind dafür gedacht, meinen Schülern, die ich im echten Leben habe, zu ermöglichen, den Stoff zu verstehen. Ich habe dieses Einleitungsvideo gewählt, um ein bisschen die Thematik zu umreißen, einen Überblick zu geben, weil das ist ja auch sehr, sehr schön, wenn man ein bisschen weiß, okay, was kommt jetzt auf mich zu? Und um vielleicht ein paar Tipps und Hinweise loszuwerden, wie man mit diesen Aufgaben dann umgehen könne, ohne dass man da Schiffbruch erleidet. Mir wäre das noch sehr wichtig, dass wenn ihr den Teil verfolgt, der dann nachher Aufgaben beinhaltet und so, wenn ihr dann ein Like da lasst oder bitte ein Abo, denn wir leben quasi dann von den Abos und noch haben wir nicht die Mindestanzahl erreicht an Abos, die wir brauchen. Und das wäre eine Form von Wertschätzung und aktive Unterstützung unseres Kanals. Also, worum geht es in diesem Kapitel Körperberechnung? Dieses Kapitel ist einerseits die Grundlage für unsere Abiturienten, denn ihr braucht die Körperberechnung dafür, um die Aufgaben aus der analytischen Geometrie gut verstehen zu können und auch um die Aufgaben in einem Teil der Analysis gut zu verstehen, zum Teil, also zum Beispiel die Extremwertaufgaben, wenn ihr zum Beispiel die optimale Größe einer Dose berechnen sollt für möglichst wenig Verbrauch von Umpackungsmaterial und ein möglichst hohen Volumen, dann bräuchtet ihr zum Beispiel die Gewissheit, wie so ein Zylinder funktioniert und welche Formeln damit arbeiten. Ihr lieben Realschüler oder Schüler, die mittlere Reife absolvieren wollen, für euch ist es ein absolut relevantes Thema, da es einen komplett eigenständigen Prüfungsbereich darstellt. Das heißt, die Relevanz des Themas ist in jedem Fall für euch alle gegeben. Und für die Schüler, die den ersten allgemeinbildenden Schulabschluss erlangen möchten, ihr braucht das natürlich auch für die Prüfung. Der Praxisbezug ist ganz, ganz elementar. Das bedeutet, dass wir alle immer von irgendwelchen Formen umgeben sind und dass dieser Praxisbezug in jedem Fall immer gegeben ist und ihr in vielerlei Hinsicht, egal was ihr macht, Flächenberechnung durchführen müsst, zum Beispiel wenn ihr ausrechnen müsst, wie viel Quadratmeter Teppich ihr braucht für eure Wohnung oder wenn ihr eure Wände streichen wollt und ausrechnen wollt, wie viel Farbe ihr verbraucht, aber auch für ganz rudimentäre Dinge, aber auch zum Beispiel zum Nähen und so weiter. Also ihr werdet ganz, ganz häufig mit solchen Berechnungen konfrontiert und darum möchte ich euch auch bitten, dieses Thema auch mit der entsprechenden Sorgfalt zu behandeln. Wie es in meinen Videos jetzt weitergehen wird und wie ich diese Reihe aufbaue. Also wir arbeiten natürlich vom Einfachen zum Schweren, vom Bekannten zum Unbekannten und werden uns mit Flächen beschäftigen. Denn alle Körper haben ja eine Oberfläche und das sind auch Flächen. Wir werden uns mit Einheiten beschäftigen, denn ihr müsst ja lernen, die Einheiten umzurechnen. Dazu habe ich schon ein Video gemacht. Das werden wir natürlich aber noch besser erklären und nochmal ganz abgestimmt darauf, wie man das macht. Und dann werden wir darüber reden, welche Körper und Formen es gibt. Und dann werden wir natürlich auch zu den zusammengesetzten oder komplexeren Körpern kommen, zum Beispiel zu einem Prisma. Sehr wichtig, ja, damit ihr da auch dann in der Prüfung genau wisst, wie ihr damit umgehen sollt. Außerdem werden wir also diese zusammengesetzten Flächen und zusammengesetzten Körper natürlich behandeln. Und was mir total wichtig ist, ist, wir werden da auch nochmal volle Pulle ans Eingemachte gehen, was die Umstellung von Formeln angeht, das Umrechnen von Einheiten, weil das sind alles Grundvoraussetzungen, um diese Aufgaben zu bewältigen. Das heißt, ihr müsst die Formeln kennen, ihr müsst die Formeln zum Teil auch auswendig lernen, ihr müsst mit besonderen Zahlen wie mit Pi arbeiten können und ihr müsst auch Einheiten umrechnen können. Und wenn ihr das könnt und auch noch erkennt, welcher Körper da vorliegt oder welche Fläche und ob es eine Oberfläche, ein Umfang, ein Volumen oder ein Flächeninhalt ist, dann haben wir unsere Aufgabe für den Körper und für die Körperberechnung, die Stereometrie, quasi erfüllt. Die Reihe richtet sich überwiegend an Schüler der mittleren Reife. Ich werde es aber noch ausdifferenzieren
Und alle Abiturienten sollten sich diese Videos unbedingt ansehen, weil, wie bereits geschrieben, sind sie ja absolute Grundlagen, ne? Also es ist absoluter Basic Shit. Und mega, mega wichtig, dass ihr da eine super gute Performance in der Prüfung abliefert. Also, wie ihr mit diesen Videos arbeiten könnt, ist folgendes. Diese Videos sind erstmal als reine Wiederholung gedacht. Also, das bedeutet, dass ihr natürlich die Themen schon mal in der Schule behandelt haben solltet. Dann würde ich euch empfehlen, das Video einmal anzuschauen, einfach um einen Überblick zu bekommen, okay, worum geht es in dem Video. Und dann im nächsten Schritt das Video einmal durchzuarbeiten. Das bedeutet, euch Notizen zu machen. Dann würde ich euch empfehlen, zu versuchen, das Thema anzuwenden, indem ihr euch Aufgaben nehmt, für die ihr Lösungen vorrätig habt. Ich werde auch Aufgaben machen, denen ihr dann, die ihr selber lösen müsst und könnt, und dann immer mit einem Stopp kennzeichnen, wann wir in die Besprechung der Lösungen gehen. Und dann könnt ihr erstmal überprüfen, ob ihr das überhaupt verstanden habt. Und wenn ihr feststellt, dass ihr noch Wissenslücken habt, dann schaut es euch nochmal an und gegebenenfalls schaut ihr euch auch nochmal andere Videos an. Bei diesem Thema ist es nicht so ganz so schlimm, dass man so arg verwirrt werden kann. Von daher ist es auch lohnenswert, wenn man sich mehrere YouTuber dazu anschaut. Vielleicht verlinke ich euch noch welche oder macht eine Playlist, wo ich dann auch andere sehr wertvolle Videos mit aufgreifen werde. So, das ist jetzt erstmal die Einführung, damit ihr das Thema erstmal so verstanden habt, worum geht es da, wo ist der Praxisbezug, was ist die Relevanz für mich innerhalb des Schulstoffes und welche Teilthemen werden wir behandeln und auch wie gehe ich mit diesen Videos um. Genau, wenn ihr jetzt noch Fragen habt oder Hilfe braucht, schreibt es gerne in die Kommentare. Und ja, ich weiß, für euch anderen ist das Video total unnötig. Für mich ist es aber eine sehr wichtige Einleitung in das Thema. Und das denkt nochmal bitte dran, die Videos beziehen sich auf meine Schüler hier. Das bedeutet, dass ich denen auch vermitteln möchte, Leute, das Thema ist für euch wichtig, ja? Und nicht für euch YouTube-Konsumenten, die sagen, ey, ich gucke mir noch ein Video an und da habe ich jetzt gar nichts gelernt draus, ja? Genau, also das war's jetzt von mir. Lasst doch bitte einen Daumen nach oben da und ein Abo wäre auch sehr, sehr schön. Und ja, ich würde mich dann freuen, wenn ihr euch die Reihe mal anschaut und mir dann konstruktive Kritik dalasst, ja? Danke und bis bald.